Hallo liebe MOBA-Freunde und YouTuber. Ja, schön euch wieder zu sehen auf unserem Kanal hier. Wir sind angekommen bei einem neuen Anlagen-Update. Und das ist ein ganz besonderes Update für mich, weil hier elektrisch etwas in Betrieb gegangen ist, wo wir jetzt gleich drauf eingehen, was mich sehr freut und den ersten Schritt wieder zur richtigen MOBA ergibt, weil bis jetzt sind ja hier viele Holzarbeiten gelaufen, Kabelkanäle, was ihr nicht alles mitverfolgt habt und so, der Bau der beiden Schaltpulte hier und so. Und jetzt geht's langsam wirklich in diese Sache rein, die was für mich zumindest mit MOBA zu tun haben. Und das ist natürlich als erstes die Weichenverkabelung. Wie ihr ja in den vorigen Videos sehen konntet, habe ich ja einen Schattenbahnhof gebaut mit 3 Ebenen, wo ich die Weichen manuell ansteuere. Das heißt über ganz normale Schaltpulte. Da wird Arne bestimmt einzelne Einblenden nochmal zu einblenden quasi. Und jetzt ist es soweit, dass ich dazu gekommen bin, die Weichen anzuklemmen. Und damit sind wir einen ganzen Schritt weiter. Weil jetzt ist es für uns möglich, ohne von manuell zu schalten, alle Schattenbahnhofsgleise durchzufahren, zu testen und diesen Schattenbahnhofstests auszuweiten. Und als nächstes geht es dann an das Kamerasystem nachher, in der nächsten Zeit, sodass wir den Schattenbahnhof mit der Kamera quasi befahren und sehen können. Ja, und da gehen wir drauf ein. Richtig, genau. Also sieht man in diesem Video erstmal viel Kabel. Ich habe mir tatsächlich Dreierlitzen oder wie heißt das? Dreierlitzenkabel bestellt. Und zwar diese blau-blau-gelben. Einfach für die, das sind ja die typischen Märklin-Weichen-Anschlussfarben. Und ich fand es eigentlich cooler, weil ich habe früher alles mit Telefonleitung verdrahtet, was auch super ging. Bloß habe immer verschiedene Farben und so. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier einmal neu baue, will ich ja viele Fehler ausmerzen aus der Anlagenvergangenheit, von meinen Anlagen, die ich mal gebaut habe in der Jugend, als junger Erwachsener und sowas alles. Und gesagt, ich mache es hier ordentlich. Und damit hier immer eine Wiedererkennung da ist an den Kabelfarben, in der gesamten Anlage gibt es halt festgelegte Kabelfarben. Und das ist dann halt klar, blau, gelb, weichen, braun, braun-gelb ist halt Hausbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Co. Und dann halt der Bahnstrom und das eventuelle CAN-Bus-System ist dann halt braun-rot. Und damit sind wir da dann soweit erstmal, dass man immer beim Kabelkanal aufmacht, sieht, was ist wo drin und auch einfach vielleicht eventuell bei Fehlern, auftretenden Fehlern, schneller der Fehler gefunden werden kann. Deswegen ist da eine Ordnung relativ wichtig. Zudem habe ich gleich angefangen, auch was ihr in dem Video sehen werdet, immer gleich, egal wo im Kabelkanal ein Weichenanschluss hinter ist, den gleich zu beschriften, sodass es in den Kabelkanälen auch schnell zu finden ist, wo ist welche Weiche. Ich brauche nur den Kabelkanal runterklicken, lege ihn runter und dann habe ich da meine Vago-Klemme hinter, um dann den Weichenantrieb abzuklemmen oder andere Bauteile natürlich. Ne? Aber so, dass man immer relativ schnell es findet, weil jetzt hat man es gerade gebaut. Die nächsten 1,5, 2 Jahre sollte ich das mit meinem Gehirn wahrscheinlich nicht vergessen, wo was ist. Aber nachher in 5, 6, 7 Jahren, wenn doch mal Weichen Antrieb ausfällt und muss dabei und so, ist es immer einfacher, wenn man gleich weiß, wo ist das, wo finde ich mich zurecht. Vielleicht ist es auch übertrieben, weil die Anlage gar nicht so groß ist, dass das sein muss, aber auf so ein paar Dymo-Bänder kommt das bei so einem Anlagenbau auch nicht drauf an und man hat dann hinterher eine Hilfestellung, damit es schneller geht. Ja, und an dieser Stelle würde ich schon sagen, haben wir hier schon einen kleinen Ausblick, was im nächsten Teil des Anlagen-Updates passiert. Da gehen wir dann später drauf ein, oder im nächsten Teil besser gesagt. Ja, und dann ist bald ist es soweit dran, dass der Schattenbahnhof mit den Kameras verbaut wird, alles verdrahtet wird, der kleine Monitor in Betrieb genommen wird bei uns auf dem Schaltpult. Nebenbei sind wir immer noch dabei und richten die CS3 ein. Die alte CS1 hat bald ausgedient. Und dann sind wir auch einmal auf dem aktuellen Stand der Technik hier, was den Fahrbetrieb angeht. Ja, und ich würde sagen, das reicht erstmal an dieser Stelle wieder mit meinem Gesappel. Ich will mich ein bisschen kürzer halten. Das waren ja ein paar Kritikpunkte von euch. Und auch wenn die vielleicht gar nicht so ernst gemeint waren, aber so ausschweifen muss man nicht immer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich würde mal sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Ich vergesse ja Arne hinter der Kamera sonst immer schon fast. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn es dann heißt, es geht an die Bahnstromverkabelung. Also viel Kabelsalat, aber das gehört dazu. Und man muss alles ordentlich vorbereiten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis dann.